Also ich würde jetzt wirklich richtig, richtig stur und steif diesem Weg folgen. Kaputt. Es fühlt sich einfach falsch an, wenn wir so runterlaufen, ne? Aber die Karte sagt ja, dass wir voll richtig sind. Die Musik habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren, aber ich stumpfe nicht einfach den Weg jetzt lang. Damit wir keine Gefahr laufen, irgendwie falsch abzubiegen. Wenn ich natürlich jetzt irgendwo einen Turm hören würde. Dann, logischerweise, würde ich diesem Geräusch einfach folgen, wenn es keiner ist, den wir jetzt nicht schon irgendwie entdeckt haben. So, dann haben wir nämlich hier jetzt den Jahrmarkt. Aber hier gibt es doch safe irgendwo einen Punkt zum Teleportieren, oder? Erzähl mir doch nicht. Die wollen doch, dass man wiederkommt. Hi! Ach stimmt, das ist tagsüber. Stimmt, tagsüber waren wir noch nie hier, ne? Entschuldigung, da habe ich jetzt nicht laut irgendwie gesagt, was dann los ist und... was er jetzt sagt und will. Aber ich glaube... Es gibt bestimmt hier irgendwo einen Teleportationspunkt, den ich nur einfach noch nicht gefunden habe. Okay, wir wollten jetzt nicht vom Weg abkommen. Hätte ja sein können, ne? Es hatte einfach die Ähnlichkeit. So, Gerudo-Felsen. Und eigentlich... Wobei Wüste ist schon wieder heiß, ne? Ich bin aber gerade nicht sicher, ob wir hier runter... Doch, wir können runter. Doch, pass auf, lass uns mal hier langlaufen. Okay, dann kommen wir da wirklich nicht runter. Das ist halt echt schwierig abzuschätzen, wenn das von den Höhen so ist. Ich hätte halt gedacht, dass wir jetzt hier diesen Weg runterlatschen können. Aber nö, nix. Wir werden wahrscheinlich nur jetzt hier oben rüberlaufen können. Aber wie zum Henker komme ich da runter? Und was ist das hier für eine spannende Struktur? Das hat so Sternzeichen-Elemente, oder? Ich will auch einfach nur da runter. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren. Weiß ich nicht. Vielleicht. Und wenn, dann auch nicht lange. Aber irgendwie muss ich doch hier auch runterkommen. Weil wenn man diesem Flussbett jetzt folgen würde, würden wir ja unten da dann rauskommen, dass wir die Kiste da hinschieben können und einen Weg haben. Oh! Den Punkt haben wir noch nicht. Ding! Das war schon mal ein kleiner Mini-Erfolg. Aber wie geht das runter? Wie geht das runter? Ach, nicht du schon wieder. Wie geht das runter? So, und hier kommt jetzt Stein. Vielleicht auch wirklich erst weiter hinten, dass man so den ganzen langen Weg dann laufen muss. Auch möglich. Was ist hier oben? Gegner? Freund oder Feind? Oder auch einfach nichts? Aber ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass wir hier schon mal gewesen sind. Die Musik bei Tag hört sich echt gut an. Zauber. Fabulös, fantastisch.
Stimmt, weil wir hier das letzte Mal, glaube ich, bei Nacht lang sind und da hat man irgendwie ganz, ganz schlecht gesehen. Ja, dann würde ich jetzt hier lang laufen. Aber sind wir da nicht gleich in der Wüste? Also wir könnten Abstecher da in diese spannende Struktur reinmachen. Hier oben jetzt hin. Oh, das sieht aus, als wäre das eine höhere Ebene. Okay, kommen wir nicht hin. Und runter auch. Doch, vielleicht. Ach, es ist so verwirrend, wenn das so verwinkelt ist. Mann. Aber hier komme ich doch runter. Eigentlich wollen wir da oben hin, ne? Ich sag's ja nur nochmal. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie wir laufen können oder nicht. Gefühlt laufe ich in die komplett falsche Richtung. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß auch, da unten geht's zur Wüste. Okay. Oh, was ist denn das hier für ein Spiel? Ist das wirklich ein Loch gewesen? Was? Guck dir doch mal den Fail an. Ich dachte, das wäre einfach irgendwie ein Fehler in der Matrix. Nein, das war kein Fehler. Darf ich jetzt hoch? Ja, weiß ich halt nur nicht, wie weit wir jetzt kommen. Testen. Ah, ja, doch. Hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin. Jetzt sind wir nämlich genau hier. Okay, gucken wir mal. Ich habe ja die Hoffnung, dass hier vielleicht irgendwie noch ein Turm ist, an dem wir vielleicht auch hoffentlich rankommen. Ah, die seltsame Struktur. Ah, das sind Holzwege. Gut, haben wir das jetzt auch geklärt. Aber meinst du, hier gibt es doch einen Turm? Da gibt es auf jeden Fall irgendwelche Gegner. Suche nach Türmen. Gefühlt sieht es jetzt gerade irgendwie viel größer aus als auf der Map, ne? Oh, was ist das? Ist das was oder ist das nix? Warte. Oh, vielleicht ist das so ein Ding, wo wir wieder drei Statuen finden müssen. Wie wir es ja auch im Schnee und schon auf anderen, in anderen Gegenden hatten. Wir hatten die Frage, wo sind die Statuen? Und... Also gelöst haben wir es so, glaube ich, noch nicht, weil hier waren wir noch nicht. Hier waren wir definitiv noch nicht. Daran hätte ich mich jetzt erinnert. Aber irgendwie muss es auch noch höher was geben. Nö, wir kommen hier so nicht höher. Oh, vielleicht hier. Nee, auch nicht. Den Eindruck, dass wir nur hier unten langlaufen können, ne? Doch, hier hinten. Warte mal, lass uns doch mal hier ganz hinten in die Ecke laufen. Also ich habe bis jetzt noch keine Statue gesehen. Wenn es welche gäbe, haben wir noch keine einzige entdeckt. Oh, es hört sich aber hier nach Turm an. Okay, lass uns irgendwie nach oben probieren zu kommen. Wir haben hier in der Nähe auch noch keine irgendwie gefunden. Oh, nicht du schon wieder. Oh, nicht du schon wieder. Oh, nicht du schon wieder. Ah. Gut, dann wird hier definitiv ein Turm sein. Da oben ist eine Statue. Toll.
oben, der Arm, der Arm. Der Arm des Gesetzes. Und jetzt die Ziege hier, ist doch nicht dein Ernst. Mann, dämliche Ziege. Oh, Alter, diese Ziege, Mann, du kommst gleich mit auf mein Brot. Sterben, sterben, sterben. Den Arm, den können wir auch gewinnbringend verkaufen. Alter, diese dämliche Ziege. Kann dieser Greifarm nicht diese Ziege da noch mit flachlegen? Sterben? Alter, Ziege, mobb mich nicht. Nein, 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 nein. Brot essen, Brot essen, Brot essen. Oh, du kommst nicht weiter. Oh, so ein Zufall. Warte, warte, warte. Ah, Brot essen. Ja, okay, gut, lass uns legal kämpfen. Blöde Ziege, Mann. Du dämliche Ziege. Warte. Ja, gut, du hast die Ziege getötet. Sehr gut. Das deppert jetzt richtig gute Verkettung von Dingen. Hässliche Ziege, Mann. Aber da hat sie doch selber Schuld dran, sagt man nicht. So, my friends. Unser Abenteuer neigt sich dem Ende, aber wo ist denn jetzt der Turm? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Das Rätsel scheint mir größer zu sein. Moment. So leicht gebe ich nicht auf. Hier, hier, hier. Aber ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon funktioniert. Wir dödeln einfach mal das Lied und gucken, ob was passiert. Pareda. Aber wo ist der Turm? Der muss wahrscheinlich hochfahren. Und die Geschichte lösen wir wahrscheinlich nur mit den Statuen. Irgendwo habe ich doch eine gesehen. Irgendwo habe ich eine gesehen. Wo habe ich die jetzt gesehen? Kann ich hier runter? Ja. Da nicht. Aber die Büsche glänzen. Wo habe ich denn die Statue jetzt gesehen? Hä? Mysteriös. Vor allen Dingen, also ist halt die Frage, ist wahrscheinlich nur eine, ne? Diese eine, die wir da oben gesehen haben. Okay, wo war die? Wo ist die Statue? Wo habe ich die gesehen? Also ich weiß nicht, ob das zielführend ist, wenn ich jetzt noch weiter runterlaufe. Da! Da ist sie. Okay, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Ich muss hoch. Ich... Ja, okay, da muss ich doch runter. Oder? Okay, also. Falsch gelaufen, ne? Warte mal. Also, pass auf. Ich glaube, wir müssen hier jetzt hoch. Und ich gel... Da ist die Statue. Da ist die Statue. Da ist die Statue. Unsere Folge ist gleich vorbei. Eigentlich ist unsere Folge jetzt schon vorbei.
aber den Turm hätte ich jetzt voll gerne noch irgendwie geriegelt. Gut, danke, da wollte ich eh hin. Vielen Dank für den Support. Support ist kein Mord. Deswegen haben sie die Wege hier auch so hingesetzt. Und ich glaube, dass wir da ganz am Rand hinlaufen müssen. Wir dürfen sie halt nur nicht kaputt machen und zerstören und runterfallen und springen und... Okay, also ich lasse jetzt alles, was verlockend aussieht, am Wegesrand stehen. Es sei denn, das ist irgendwie eine Truhe, die ich ganz einfach aufmachen kann. Okay, beschütze die Statue. Und es ist vielleicht wahrscheinlich wirklich nur eine, könnte ich mir vorstellen. Und wir müssen das Lied bestimmt dann auch nochmal düddeln. Das würde ich jetzt eben schnell noch ausprobieren wollen. Ich weiß jetzt nur nicht, wo wir hinlaufen müssen. Oh, das würde ich haben. Gibt's hier am Ende noch was? Warum? Falsch, einfach falsch. Ich glaube, da nach hinten. Ich weiß es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass wir jetzt gleich noch mehr Statuen finden, die mich maßlos verwirren werden. Oh. Okay, dann müssen wir vielleicht noch mehrere Statuen finden. Aber wir haben nur eine jetzt gefunden. Aber wo sind denn dann die anderen? Okay, ich bin verwirrt. Vielleicht bleiben wir einfach... Was macht das? Ich weiß nicht, was es macht. Das sind die Windmühlen. Okay, es muss also... Es müssen noch mehr geben. Ich habe nur eine gesehen. Dann gibt es wahrscheinlich doch drei nicht. Also hier oben haben wir noch eine hinzustellen und die eine wahrscheinlich da ganz hinten unten. Wo sind die anderen Statuen? Wo sind die Statuen? Wo sind die ganzen Statuen zu dem ganzen Kram? Also so groß ist die Map ja jetzt auch nicht, ne? Ich fürchte nur, wenn ich jetzt speichere, dass das Ganze dann weg ist. Ja, weil das Ding muss ja hier wieder hochfahren. Kompliziert. Aber in dem ist bestimmt irgendwie eine spannende Rune drin versteckt. Aber unsere Folge ist vorbei. Sie ist einfach vorbei. Wo könnten die anderen versteckt sein? Vor allem, die müssen wir ja den ganzen Weg da hochschleppen, ne? Aber hier müssen einfach noch mehr Statuen sein. Kann ich hier lang? Ah, vielleicht. Ja, wir werden sie einfach übersehen haben. Ah, hier zum Beispiel waren wir noch nicht. Ist ja jetzt auch eine dezente Ecke, wo man sowas verstecken kann, ne? Gut, das wäre Nummer 2. Wenn wir jetzt Nummer 3 irgendwie noch finden würden, wäre das ja fabulös. Aber wie kommen wir jetzt da wieder hoch? Die sind einfach auch so arschig versteckt, ne? Irgendwo muss da noch eine dritte sein. Oh, da werden wir wieder die ganze Map absuchen und es einfach nicht finden, ne? Da hinten! Ich hab sie gefunden! Okay. Wo? Da hinten beim... Okay, links vom Eingang. Also wenn hier jetzt der Eingang und dann nochmal drüber rum... warte mal. Können wir da irgendwie durchlaufen? Ja, da können wir durchlaufen. So sieht es auf der Karte halt gar nicht aus, ne? Das verwirrt nochmal mehr.
Wie würde man denn da jetzt hinkommen? Weil vielleicht können wir die so stepwise mitnehmen, ehe ich den Weg halt gar nicht mehr finde. Weil ich habe jetzt Angst, wenn ich das hier nach oben trage. Hier muss es doch irgendwo hin, ne? Pass auf. Pass auf. Okay, dann wird es vielleicht jetzt eine längere Folge oder ich schneide das irgendwie auseinander. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht schneide ich es. Vermutlich schneide ich es. Oh, mache ich jetzt erstmal nicht, damit es nicht respawnt. Aber das könnte eine wichtige Verbindung sein, die wir brauchen. Jetzt ist erstmal die Geschichte dran. Weil ich keine Lust habe, dass es mir die Statuen jetzt irgendwo anders hinsetzt. Wobei, die eine muss ja unten hin platziert werden, ne? Ist ja nur noch eine, die nach oben muss. Dann mache ich das jetzt ein bisschen anders. Ich bringe beide hier jetzt zu diesem Hügel hoch. Pass auf, die andere ist jetzt weg. Dann fange ich an zu schreien. Wo waren das jetzt? Noch ein Stück. Naja, hier? Nee, doch, ja. Gut, dann stelle ich die jetzt mal hier an Eingang ab und die nehme ich mit. Na, die andere war ja unten. Okay, jetzt müssen wir hier nach oben. War nach oben. Links, rechts. Wo ging es nach oben? Wo ging es nach oben? War der Weg so beschissen? Nee. Okay, das ist jetzt falsch. Der arme Junge, weißt du, in der Hitze schleppt er irgendwelche bestimmt richtig schweren Statuen und ich würde ja abkotzen. Ohne Witz, ne? Ich würde ja nur fluchend hier lang und rennen und sagen, so, ach, leck mich, scheiß Legende. Sucht euch einen anderen Deppen. Aber der Junge, weißt du, er macht einfach. Das ist ein Macher. So, wir müssen jetzt höher. Dann war es der Weg links. Ja, hier waren wir noch nicht. Ich hoffe, ich finde die andere, die ich da jetzt hingestellt habe, wo ich dachte, ja, ja, das ist schon safe. Nix ist safe. Aber ich glaube, die Ebene da unten ist ganz gut. Weil laut Karte müsste das irgendwo da hinten dann gewesen sein, glaube ich. Aber Step by Step. Wir haben ja zumindest alle Gegner schon mal... Ach, war das richtig? War das falsch? Doch, wir müssen hier runter. Weitestgehend weggemacht. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir keinen Fehler begehen. Runterfallen, sie kaputt machen, sie wegwerfen. Dann fange ich genauso an zu schreien. Okay, wir haben sie, glaube ich, da unten hin platziert. Dann würde ich jetzt mal nach da laufen. Hm, vielleicht hier hin? Yes, das sieht gut aus. Ist das mittig? Nein. Das sieht gut aus. Okay. Weil hier unten war ja, glaube ich, nichts. Lass uns mal vorsichtshalber hier nochmal hinlaufen. Nicht, dass dann doch alle... Nee, stimmt, da war die Windmühle. Okay, dann... müssen wir jetzt irgendwie nach unten. Also erstmal suchen wir unsere Statue. Das ist erstmal die Challenge. Kann ich hier runter? Ja. 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 Ist die Ebene gewesen? Vielleicht. I'm not sure. Nee, es muss noch ein bisschen tiefer, glaube ich. Oder? Weiß ich nicht. Doch. Es könnte hier gewesen sein.
Aber wo laufe ich jetzt mit der hin? Oder war das... Nee, hier oben war nichts mehr, ne? Ich bin ja der Meinung, hier irgendwo lang müsste es sein. Ist auch dezent verstreut, ne? Aber immerhin ist die Map abgegrenzt. Doch, hier hinten. Ich glaube, hier hinten. Das sieht ganz gut aus. Ja, das könnte der richtige Weg sein. Prinzipiell bei allen so extrem abgegrenzten Bereichen hast du dann so eine Geschichte gehabt, ne? Wobei, Wüste war ja schon freies Feld. Da ist ja auch noch so eine Aufgabe, die auf uns wartet. Es müsste jetzt eigentlich hier kommen, glaube ich. Ja, 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 ja. Aber kam ich auch hier rauf? Kam ich auch hier rauf? Ja, kam ich. So, die dritte. Und mehr gibt's hoffentlich nicht. Yes! Wenn uns jetzt jemand hassen würde, würde er die einzelnen Statuen kaputt machen. Ich würde sie ganz gerne nochmal ein bisschen mittiger, hübscher platzieren. Oh, egal. So. Und dann lass uns zumindest mal hinlaufen, rauflaufen, reinlaufen und mal ganz kurz gucken, was das ist. Ich weiß, eigentlich sollte es ja jetzt keine so eine lange Folge werden. Ich werde die wahrscheinlich zusammenschneiden. Ich muss mal gucken. Aber an so einem Punkt wäre es blöd gewesen, wenn ich jetzt aufhören würde. Wir suchen ja alle Türme. Manche sind einfacher zu erledigen oder auch zu finden und manche erfordern halt vorneweg noch ein Rätsel. So, gut. Pareda. Siehst du, ist einfach nur reinlaufen. Takamo-Schild, fehlendes Teil. Geil, dann fehlt uns davon tatsächlich nur noch eins, glaube ich, ne? Wo haben wir es? Da. Ja, ein Teil fehlt noch. Dann hat sich die Geschichte doch voll gelohnt. Dann würde ich gerne zu diesem zweiten Ausgang, den ich da gesehen habe, einmal hinlaufen, weil mich reizt, wo das hinführt. Und dann ist die Folge auch vorbei. Komm ich hier runter? Stirbt er? Ja, er stirbt. Aber auch keine minimale Abkürzung ist erlaubt, ne? Vielleicht haben wir da ja irgendwie, weiß ich nicht, den nächsten Turm oder so. Manchmal sind die auch relativ dicht beieinander, ne? Oh, es hört sich groß an. Also, die ganz großen. Will ich wissen, was das ist? Irgendwie ja und irgendwie nein. Vielleicht später einmal. Ich nehme jetzt nicht davon an, dass er mir jetzt hinterherkommt. Das ist also hier unten drunter. Gibt bestimmt auch gut Geld, wenn ich den erledige, oder? Die Frage, wie weit kommt der gelaufen? Ich reiz mein Glück schon wieder aus, ne? Okay, ich würde aber voll gerne mal... Also zumindest so ein bisschen. Er hat ja da hinten ein Auge, das heißt... Theoretisch...
lauf, 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 Baldo, Baldo, Baldo! Dieser seltene Stein wächst im Inneren eines Felsriesen. Er ist sehr viele Dindi wert und wäre wohl sehr beliebt, wenn mehr Leute sich ihn leisten könnten. Okay, dann hat es sich ja gelohnt. Weißt du, warum ich das jetzt nämlich probieren wollte? Weil ich nicht weiß, ob wir uns dann wieder erinnert hätten, dass er hier unten lebt. Das ist das mit den Rubinen oder diesen Kristallen. Ist das? So, spannende Frage wäre jetzt natürlich, wie kommen wir dahin, wo wir hin wollen? Eigentlich wollen wir ja hier oben hin. Oder wir laufen hier von den Leonehöhen zum Sumpf. Ich weiß noch nicht, wie wir zum Sumpf kommen sollen. Das ist mein Problem, aber... Diesem Problem widmen wir uns einfach das nächste Mal, Ladies und Gentlemen. Klickt euch sehr, 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 sehr gerne rein, wenn ihr mögt. Und bis dahin, genießt den Tag und seid ein wenig dirty.